Guten Tag und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil, der ja eigentlich gar nicht geplant war, aber der nun natürlich kommen muss von den CUC-YouTubern. Also, ihr habt schon mal ordentlichst reingekloppt, was euch noch so eingefallen ist, also welche CUC-YouTuber es noch gibt. Und ja, als erstes natürlich, ja, ich habe Areto wirklich vergessen und ich habe mich vorher sogar noch mit ihm unterhalten, beziehungsweise geschrieben und habe auch gesagt, ja, kommst du auch rein? Und ich vergesse das. Ganz, ganz viele haben auch geschrieben, Zuschauer-LP habe ich vergessen. Nein, das weiß ich sogar ganz genau, weil ich sogar noch sein Hallo, Hallo, Hallo drin habe. Also das weiß ich hundertprozentig. Den habe ich mit drin. Nee, ansonsten Areto ist, wie gesagt, wir hatten ja diese Auseinandersetzung, sage ich mal, hatte ich ja zuvor schon mal, bin ich ja drauf eingegangen und das hat sie ja, wie gesagt, zum Glück geklärt und dann passte das alles. So, und jetzt guckt euch das mal kurz an. Wir sehen hier Clash of Clans, genau, gerade 23 Stunden hat er gerade vorher einfach nochmal Clash of Clans gebracht. Ansonsten ist er mittlerweile auch ein bisschen mehr in Clash Royale drinne, obwohl, wenn wir hier, guck mal hier, hier haben wir auch noch mal, hier haben wir auch wieder COC. Also ich würde sagen nicht Hälfte Hälfte, aber eventuell so, so wie bei mir, nee, also so wie bei mir, bloß umgedreht. Also ich mache ja doch mehr COC, eher dann ein bisschen mehr im Clash Royale Bereich. Dann kommen wir natürlich zum nächsten. The Big One hat sich mittlerweile extremst gemausert, war aber auch irgendwo klar, weil er halt echt fetten Content bringt. Ist wirklich, also hat sich dann auch mal ein bisschen an CR gewagt, aber hat dann, denke ich mal, auch gesagt, nee, gut, okay, komm, ich mach lieber. Oder sehe ich da was falsch? Nee, genau, richtig, hier. Ja, genau. Ich dachte schon, habe ich da irgendwas durcheinander gebracht? Nein. Aber hat sich dann wirklich gesagt, nee, komm, hier, COC und dann passt das. Obwohl, hier, guck mal, da. 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 Also immer mal, so ein bisschen. Macht mega, mega gute Videos. Also wirklich, der Junge versteht was davon. Und richtig, richtig gut. Kann man wirklich nur sagen, die 1500 Abonnenten, war klar, dass das so schnell was wird, auf jeden Fall. Also herzlichen Glückwunsch von mir an dich nochmal, auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig gut. Also wirklich ganz, ganz kurz und knapp und dann gucken wir mal kurz rein hier. Welche Fragen ihr meine Abonnenten an mich hattet und wie die Antworten darauf lauten, das erfahrt ihr heute in meinem Zuschauerfragenblog zur 49. Episode bei TBO. Also kurz und knapp, zack, zack, zack. Was will ich in dem Video zeigen? Fertig. Grüße, liebe Clasherinnen und Clasher, zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Zuerst einmal an dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr mir unter mein zweites Orga-Video so viele gute Fragen gestellt habt. Damit euch während der Beantwortung nicht langweilig wird, werde ich im Hintergrund ein paar Kämpfe laufen lassen, eure Frage einblenden und euch dann die Antwort darauf liefern. Und damit geht es los mit meinem ersten Q&A bei TBO. Meine erste Frage stellte mir der Lennart. Dieser fragte, welche Rathausstufe findest du am besten? Wie die meisten von euch es sich bereits denken können, die neunte. Ist die Rathausstufe 9 für mich am interessantesten. Dort hat man die beiden Haupthelden. Man verbringt die meiste Zeit dort, die meisten Spieler befinden sich auf Rathausstufe 8 bzw. 9 und ich liebe die Herausforderung, bei meinem gegnerischen Rathaus 9 drei Sterne zu erlangen. Die zweite Frage kommt von Lukas. Wann gehst du auf Rathausstufe 10 oder überhaupt jemals? Da sich meine Abneigung gegen die Rathausstufe 10 bis heute nicht geändert hat und durch das Rathaus 11er Update die Rathausstufe 10 noch uninteressanter wurde, denke ich, dass ich mit meinem Hauptaccount für immer Rathaus 9 bleiben werde. Krass. Krasses Pferd. Das muss man auch, ich sag mal, das muss man erstmal bringen. Also bei mir ist es wirklich so, sobald ich halt wirklich kurz vor Rathaus 10 bin, wird halt logischerweise auch Rathaus 10 angestoßen. Also da geht es definitiv weiter. Ja, weil das für mich der Sinn des Spiels auf jeden Fall ist. Aber ja, richtig krass. Also von ihm zu sagen, gut, okay, komm, nee, ich bleibt dann lieber auf Rathaus Nummer 9. Also mega krank. Im positiven Sinne. Und weiter geht's mit den nächsten. Und hier sieht man wirklich, dass ich so viele vergessen habe. Hier schauen wir mal kurz. Hier finden wir gnadenlos COC.
Also der Heiko macht das immer richtig gut dabei und ich sehe gerade, ich bin hier im Thumbnail drin, auch nicht schlecht. Da gehen wir doch mal rein. Einige Zeit oder lange Zeit nicht das Vergnügen, hatte ich in ein Infovideo gesagt, dass ich bald wieder Videos bringe. Hatte Jahresabschluss gemacht, hatte viel zu tun. Bin jetzt runter, wenn ihr hier oben guckt, da bei mir, das ist 4185 Pokale. Bin auf dem Weg zum Farmen, möchte auch gerne farmen, möchte diese kleinen Dinger hier unten, die kaputten Heile machen. 37 auf 40, den Jungen hier auf Na genau, 20, schäm nicht dich, Heiko, 40, Junge. den Grünen. 37. Daran, wir sind wieder im One Family GL. Es geht um Clash of Clans Forum, freut euch das anlassen. Also, die gewonnene Krieg. Und. Müssen wir mal gucken hier, wo das war. Ah, hier! Macht sie super. Ich verlinke euch die Channel nochmal rein. Gusor, das ist Martin. Ein ganz, ganz toller Typ, auch aus Hamburg. Ein Ja. ganz geiler Junge ist das. Ne, dann haben wir TBO, Marc. Der ist auch Ah, sensationell. Der okay, ich kommentiert sehe hier. das Der ist, gerade. Also ich weiß sprich, nicht, wie er heißt hier vom Fußball. hat er Marcel das Reif. auch Genau, alter nochmal Schwede. Der Oberstufenlehrer verlinkt? schlechthin. Und das ist sensationell. Es ist kurz, kompakt. Es zeigt genau das und sagt genau das aus, was man eigentlich hören möchte in den Videos. Super geil gemacht. Eine kurz, knackig erklärt. Er selber Town Hall 9, Titan 1, glaube ich. Ganz genau so sieht's aus. Also sprich, da sieht man mal einfach wirklich, da hat er sogar schon die Idee vor mir gehabt. Hier gibt's ja gar nicht, Alter. Ich schäme mich ja so ein bisschen. Nee, also wie gesagt, bei Heiko auch immer mal vorbeigucken. Alles, was im Bereich so gnadenlos Family los ist, ist er da der richtige Ansprechpartner. Da hatte ich ja auch schon mal ein CW mitgemacht und das lief ganz nice. Bei mir zwar jetzt nicht, aber also, das passt auf jeden Fall. So, und das soll es auch schon wieder zu dem Video gewesen sein. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Und natürlich für alle die, die jetzt bis jetzt durchgehalten haben, wird das hier auch wieder zu einem Burgencheck-Anmeldungsvideo. Das heißt also, die, die Bock haben, gecheckt zu werden, dürfen hier gerne noch mal kurz reinschreiben. Yo, hier, ich möchte gern gecheckt werden. Bitte mit Hashtag. Und dann sollte das klappen. Und ja, unter Rathaus 7 macht nicht wirklich viel Sinn. Also ich denke mal so wirklich so ab Rathaus 7 ist das machbar. Das war's von mir. Ihr haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.